Jetzt befassen wir uns damit, dass unser Hund, wenn er gut aufgelegt ist, uns doch recht gierig in die Tasche springt, dass wir hier manchmal nicht unser Futter rausbekommen, beziehungsweise es wird uns einfach zu viel. Deswegen machen wir das jetzt wie in der Box, gehen in die Tasche. Der Hund drängt, passiert nichts, er geht zurück, Futter. Geh rauf, kommt hierher, Erwartungshaltung, schiebt rein, ich kriege quasi meine Tasche nicht raus, meine Hand nicht aus der Tasche heraus. Prima. Geh rauf. Ich bekomme meine Hand nicht aus der Tasche. Hund geht zurück. Geben. Futter nehmen. Beide Varianten sind richtig. Zurückgehen oder. Das hat so gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Konflikt. Ne? Er ist sich bewusst, da muss ich hin, da will ich aber hin. Das freut mich immer sehr. Hast du gut gemacht. Also, nochmal. Hund steht hier, schiebt, ich bekomme quasi meine Hand nicht raus, geht er zurück, gibt es die Belohnung. Provokation, geht zurück, Belohnung. Hier ist noch mehr. Provokation. Ja, klasse. Und wenn er hier unten ist, die Hand ist offen, kann er ja rein. Hier wieder schieben. Der Hund dreht langsam auf, wird warm, geht zurück, geben. Wartet schon. Geh auf. Super. Wartet. Und da machen wir dann keine Faxen mehr. Einfach geben. Hier ist Luft dazwischen. Bestätigung geben. Kein Bedrängen. Jetzt zieht nämlich auch langsam wieder Ruhe ein. Wenn wir gut gearbeitet haben, wird der Hund ein bisschen hochgefahren sein. Heimi, geh rauf. Wird der Hund hochgefahren sein, hat eine Erwartungshaltung. Jetzt bekomme ich etwas, jetzt will ich etwas. Er hat Hunger und dann brauchen wir wieder nicht meckern. Und wir kommen jetzt in ein Fahrwasser, wo wir alles gut handeln können. Heimi, geh rauf. Ja, wartet dort, fertig. Kann man machen. Ist es uns zu doll, dass der, wie manche Labbis und Retriever, auf den Fingern rumhacken? Auch hier kurz warten, nichts sagen, nicht schimpfen, geht zurück, bekommt. Willst du nach oben, geh nach unten. Willst du Licht, mach es aus. Ne? Will nicht angefasst werden, will nicht angefasst werden. Also, sucht Futter auf der Erde und deswegen befassen wir uns gleich als nächstes damit.